Hi zusammen, ich möchte heute gerne mit euch über das neue Buch einer YouTuberin, die mir schon in manchen Lebenslagen ziemlich geholfen hat und die ich jetzt schon seit einigen Jahren schaue. Ich habe versucht zu überlegen oder rauszubekommen, wie lange schon, aber ich bin da grandios gescheitert, denn ich bin schon seit fast 10 Jahren auf YouTube als Zuschauerin unterwegs und ich weiß nicht genau, wann sie angefangen hat. Ich glaube vor 6, 7 Jahren, das heißt, es könnte sein, dass ich sie schon 6 Jahre schaue. So um den Dreh. Auf jeden Fall mag ich sie sehr. Sie macht super tolle Videos, die mich, wie gesagt, in vielen Lebenslagen und vielen Bereichen sehr inspiriert und mir weitergeholfen haben. Die mich auch aus so manchem Loch rausgezogen haben. Und all ihre Themen, die sie so behandelt, hat sie jetzt quasi in einem neuen Buch zusammengefasst. Und zwar spreche ich von, ihr werdet sie vielleicht aus so manchem Kanzler-Interview kennen, Lisa Sophie Laurent, auch bekannt als Cold Slaw auf YouTube. Ich werde ihren Kanal definitiv verlinken. Und ihr neues Buch, besser gesagt das zweite Buch, das sie geschrieben hat, ist Halt die Klappe Kopf, ein Selfcare-Buch für Tage, an denen Schokokuchen nicht reicht. By the way, das Rezept vom Schokokuchen gibt es ganz hinten dann auch nochmal. Vielleicht sollte ich mal anfangen zu backen. Wir werden sehen, ob das was wird. Netterweise habe ich das Ganze als Rezensionsexemplar vom Fischer Verlag bekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal, denn ich habe den Newsletter ja abonniert, da ich ja YouTube-Videos mache, logischerweise, und habe mich sehr gefreut, als mich dann plötzlich Lisas strahlendes Lächeln morgens überrascht hat, als ich den Newsletter geöffnet habe. Und ich konnte nicht widerstehen. Ich wollte dieses Buch unbedingt sofort haben und das bietet sich natürlich dann an, wenn ich es eh gleich verschlingen möchte, dass ich es dann anfrage. Und netterweise habe ich es bekommen. Von daher, das war eine Win-Win-Situation. Und für euch ist es auch eine kleine Win-Win-Situation, denn so kann ich das Video vorab drehen, weil ich das Buch schon gelesen habe. Es hat übrigens zwischen 180 und 190 Seiten. Und es erscheint nämlich am 25. September 2019. Und mit etwas Glück ist dieses Video genau an diesem Tag auch online. Drückt mir die Däumchen, dass es geklappt hat. Ihr seht's, ich weiß es noch nicht, aber ich hoffe. Und ich denke, da ist ein ziemlich gemixtes Buch ist, das kein einzelnes Thema hat und das ist ja auch kein Roman in dem Sinne, werde ich mich der Inhaltsangabe so ein bisschen entlanghangeln und dazu meine Meinung sagen, damit ihr wisst, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Wenn wir schon dabei sind, dass ich das Buch aufschlage, kann ich auch gleich mal auf die Gestaltung eingehen. Das Ganze ist ein Taschenbuch, das aber relativ breit ist, wie es ja beim Fischer Verlag öfter mal der Fall ist. Tatsächlich hätte ich es ein bisschen besser gefunden, wenn es ein klein wenig schmaler gewesen wäre. Das für meine kleinen Hände dann doch ein bisschen groß ist, wie man vielleicht merkt. Es fällt einem gerne mal aus der Hand, wenn man es versucht, mit einer Hand zu halten. Ich habe es dann versucht, meistens so zu halten. Das geht dafür ganz schön gut, da es groß genug für diese Technik ist. Aber an sich mag ich irgendwie kleinere Bücher ein bisschen lieber. Die Schrift wiederum ist sehr angenehm und sehr süß, dass es einige Illustrationen gibt. Ich zeige euch die einfach mal anhand des Inhaltsverzeichnisses. Hier sind nämlich lauter kleine Zeichnungen von einem Wal über ein Auge, eine Badewanne, ein Gehirn, ein Kalenderblatt und ein Kuchen. Und die ziehen sich eben auch durch das ganze Buch. Es gibt auch so die ein oder andere Zeichnung von Gastbeiträgen, aber die zeige ich euch jetzt mal nicht. Was aber auch sehr schön ist, wie gesagt, es gibt 2 Gastbeiträge und auch Community-Beiträge, wo sie quasi auf Instagram nach Tipps gefragt hat von ihrer Community, die sie dann da auch mit aufgenommen hat, dass es nicht nur ihre Meinung ist und ihre Tipps, sondern auch ein bisschen von ihren Zuschauern. Das finde ich eine sehr süße Idee. So, wir haben als allererstes Stress und Leistungsdruck, und zwar der gestrandete Wal. Ich finde diese Überschrift super und sie trifft auch so sehr zu. Ich bin zwar nicht so fleißig wie Lisa, aber ich habe mich in diesem Kapitel doch sehr wiedergefunden. Und zwar erzählt sie eben davon, wie ihr Kalender ihr ein bisschen oder ein bisschen sehr über den Kopf gewachsen ist. Denn die Gute studiert nicht nur, sie arbeitet nebenher auch noch in mehreren Jobs. Und sie saß da mit ihrem Kumpel am Tisch, hat eine Mail reinbekommen, die sie in Panik versetzt hat und dann ist sie zusammengebrochen. So. Und diese Situation kennen wahrscheinlich viele von euch auch, ich auch, weil man immer mehr und mehr und mehr erreichen möchte und tun möchte und sich immer noch zu faul vorkommt. Und irgendwann ist der Punkt erreicht,
da kommt der Burnout. Und ich hätte nicht gedacht, weil ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, ich gehe mal davon aus, dass sie da jetzt nicht so viel drüber geredet hatte, dass eine Lisa Sophie Laurent einen Burnout hatte. Ich kenne sie so als Person, die unglaublich viel auf einmal macht. Wo ich persönlich tatsächlich genauso, wie sie es hier beschrieben hat, das Gefühl habe, wow, andere schaffen so viel mehr. Wie kann es sein, dass eine Lisa so viel kann, so viel tut und es alles gebacken kriegt? Und ich bin schon überfordert, wenn ich zur Post muss, so gefühlt. Ich fand es aber sehr erfrischend, dass sie genau über dieses Gefühl jetzt dieses Buch geschrieben hat. Denn ich bin nicht alleine. Auch an Lisa geht es so. Und das fand ich irgendwie sehr beruhigend. Ich musste an manchen Stellen wirklich schmunzeln, auch wenn das Thema an sich ziemlich ernst war. Denn sie berichtet von ihrem Burnout und wie sie da auch wieder rausgekommen ist. Jedenfalls erzählt sie dann eben, wie sie der gestrandete Wal auf dem Sofa war und welche Gedanken und Gefühle sie da übermannt haben. Und auch die kamen mir so bekannt vor. Und sie hat das ganze Buch, muss ich sagen, wirklich in ihrer Wortwahl auch verfasst. Das heißt, ihr schreibt sie jetzt wirklich eins zu eins Lisa. Und ich hatte beim Lesen die ganze Zeit eine kleine Lisa im Kopf, die mir das Ganze vorgelesen hat. Vielleicht könnte es auch an den vielen, vielen Stunden, die ich ihre Videos und ihre Stimme schon angehört habe, liegen. Wer weiß. Jedenfalls mag ich den Schreibstil sehr, weil sie sich da nicht verstellt, weil sie da einfach sie ist. Und dass sie uns halt näher bringt, dass es auch ihr so ging und wie sie da wieder rausgekommen ist. So, mir ging es damals ähnlich. Ich hatte es auch mit dem Zeitmanagement und der Selfcare überhaupt nicht drauf und habe mir immer mehr aufgehalst, habe mir Stress gemacht. Und dann kamen halt unerwarteterweise immer mehr äußere Einflüsse dazu, sei es Mobbing damals, sei es einfach unglaublich nervige Pendlerei in eine zu weit entfernte Stadt. Ich habe, glaube ich, 3 Jahre lang jede Nacht nur 2 Stunden geschlafen, habe nebenher noch YouTube gemacht und natürlich haben meine Noten gelitten, weil da kriegt man nichts mehr in den Kopf rein. Ich war wirklich 3 Jahre lang ein laufender Zombie, bis ich dann zusammengebrochen bin. Gelohnt hat sich das Ganze überhaupt nicht. Und ich würde mir wünschen, dass ich dieses Buch damals schon gelesen hätte. Es hätte mich vielleicht wachgerüttelt. Schade drum. Ich hätte es wirklich sehr gebrauchen können. Ich habe das Ganze quasi parallel zu ihr halt auch aufgearbeitet und wie gesagt mit ihren Videos auch verarbeitet und so. Aber ich möchte einfach dieses Buch unterstützen, weil ich denke, dass da viele von euch auch ja, viel draus mitnehmen können, so wie ich es gehabt hätte, so wie ich es aus ihren Videos habe. Bevor ich einfach zu viel rede, machen wir, glaube ich, mal weiter. Und zwar lag sie da auf dem Sofa und hat sich überlegt, das sind auch mehrere Unterkapitel, wer bin ich und was will ich? Und das ist eine Frage, die sich die wenigsten von uns stellen tatsächlich. Denn tatsächlich gibt es so ein gewisses Gesellschaftsbild, das jeder von uns von klein auf zugeteilt bekommt quasi. Eltern, die sagen, du musst das, 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 das und das machen. Freunde, die irgendwie auch alle genau wissen, was sie wollen und man ist die ganze Zeit in diesem, ja, du musst erst das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen, das musst du machen und das musst du machen. Und man selber hinterfragt das gar nicht, vor allem als Jugendliche denkt man sich, ja gut, ich kann nichts, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich mache einfach das, was Mama und Papa sagen. Fliegt hier jetzt ein Kriegsflugzeug an mir vorbei? Ich weiß es nicht, falls ihr das hört. Das macht mir ein bisschen Angst. Egal, machen wir einfach mal weiter, wenn es nicht noch lauter wird. Probleme einer YouTuberin. So, was ich sagen wollte, man selbst macht sich überhaupt keine Gedanken, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich, beziehungsweise man weiß es vielleicht auch gar nicht, weil man in diesem ganzen Hamsterrad einfach untergeht. Man ist so in dieser Zeitspirale, so im Druck, so im Stress, dass man nicht dazu kommt, mal innezuhalten und sich wirklich zu reflektieren und herauszufinden, wo man überhaupt hin möchte. Man muss erst mit 300 km/h in eine Sackgasse gegen die Wand knallen, um dann gezwungen zu sein, innezuhalten und sich dann zu überlegen, wo bin ich hier überhaupt, was will ich hier, will ich nicht woanders hin? Und so ging es wohl auch ihr. Und ich finde es halt total spannend, mal auch zu lesen und dann nochmal drüber nachzudenken, wie es bei mir damals war. Und warum ist das eigentlich so? Warum macht man einfach, was andere einem vorgeben
Und warum ist man in diesem gesellschaftlichen Druck, in diesem gesellschaftlichen Stress so sehr gefangen, obwohl es ja eigentlich logisch ist, dass man selber seinen Weg gehen sollte? Und sie hat dann halt hier auch noch einige Übungen und Anregungen und Tipps gegeben, wie man denn herausfindet, was man überhaupt kann und was einem gut gefällt, und hat dann auch zum Beispiel ein Vision Board gemacht. Und sie hat dann einfach zusammengefasst, wie sie herausgefunden hat, wo sie hin möchte, was sie nicht mehr möchte, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, denn man kann nicht immer mehr und mehr und mehr machen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man auch mal wieder unwichtige Sachen beiseite legen muss und sich auf das Wichtige konzentrieren, weil sonst kommt man aus diesem Burnout nicht raus, sondern befördert sich gleich in einen noch tieferen, und das wollen wir ja nicht. Und so gesehen, das war die perfekte Anleitung, das war die Anleitung, mit der sie und auch Ella DeBee und ein, zwei andere mich damals rausgeholt haben. Von daher kann ich das genauso unterschreiben. Ich würde euch genau die gleichen Tipps geben. Wenn ihr wie ein gestrandeter Wal in der Ecke liegt, dann befolgt ihr genau diese Punkte. Sie helfen wirklich. Kann ich nur bestätigen. Dann haben wir Self-Care. Und da ist sie tatsächlich an dem Punkt gewesen, wo ich jetzt bin. Denn ich denke mir die ganze Zeit, oh, ich habe keine Zeit für Self-Care, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Was total bescheuert ist. Denn ohne Self-Care fühlt man sich unwohl. Und wenn man sich unwohl fühlt, dann kommt man nicht voran, weil mit schlechter Laune lernt sich schlecht, arbeitet sich schlecht, lässt sich schlecht irgendwas verarbeiten. Wenn man die ganze Zeit gestresst ist, dann wird es einfach nichts. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich so im, oh, ich muss das Video noch drehen und das Video drehen und da muss ich noch arbeiten und das Projekt habe ich noch und das muss ich noch machen und das will ich erreichen und das will ich noch machen, und es dauert alles viel zu viel Zeit, und dann versuche ich das irgendwie in meinen Kalender reinzupacken und dann stehe ich da, so wie zum Beispiel heute Morgen, ich will jetzt dieses Video drehen und dieses Video und dieses Video und dann mache ich noch was mit Kumpels, so. Und dann gucke ich so in den Spiegel und denke mir, ich sollte eigentlich jetzt anfangen zu drehen. Ich sollte vielleicht erstmal duschen. Da muss ich mich schminken. Sowas wie Zähne putzen habe ich auch nicht eingerechnet. Meine Nägel sahen aus wie, reden wir nicht drüber. Da muss ich die erst machen, damit ich mich da wohlfühle. Weil ich drehe nämlich nachher noch Nahaufnahmen. Und das sind einfach so Punkte, die gehen einfach total unter. Und vielleicht hört ihr auch die ganze Zeit mit Magenknurren, denn ich habe auch nicht bedacht, dass ich vielleicht nicht nur frühstücken, sondern vielleicht auch Mittag essen sollte. Und abends ist es ungefähr genauso. Da arbeite ich meistens bis um 10 oder so und dann fällt mir auf, oh, es ist 10. Ich muss unbedingt dringend meine 8-9 Stunden schlafen, die ich brauche, weil ich brauche sehr viel Schlaf. Und dann bin ich meistens schon so müde und so kaputt, dass ich es weder schaffe, mein Tagebuch, das ich eigentlich unbedingt führen will, schon seit Jahren nehme ich mir das vor, dass ich das nicht mehr schreiben kann, dann schiebe ich es auf den nächsten Tag und dann bin ich so fix und fertig, dass ich mich manchmal nicht mal abschminke, obwohl ich weiß, dass das ganz wichtig ist, weil sonst wache ich am nächsten Tag auf und sehe aus wie Frankenstein, beziehungsweise Frankensteins Monster. Generell, ich nehme mir einfach viel zu wenig Zeit für mich, für die Pflege, fürs Entspannen, für das, was mir eigentlich wichtig ist, zum Reflektieren. Und das ging ihr genauso. Und diese Ausrede, ich habe keine Zeit, um mich zu kümmern, kenne ich nur zu gut. Das habe ich auch schon sehr oft gesagt. Und es war so ein richtig schöner Schlag ins Gesicht von ihr, dass sie das hier thematisiert hat. Und ich habe mir jetzt auch wegen diesem Buch vorgenommen, dass ich da deutlich mehr drauf achte. Das war so ein Soforteffekt dieses Buches, dass ich mir dachte, hey, du könntest dich eigentlich mal wieder um dich kümmern. Ach, du hast schon lange deine Haare nicht mehr getönt. Wie sieht es hier eigentlich aus? Du könntest mal wieder putzen, dann fühlst du dich wohler. Und dein Rücken ist so kaputt von deiner kaputten Matratze, du könntest sie wenigstens mal umdrehen. Vielleicht geht es dir dann besser. Und dann habe ich eben diese Sachen erstmal erledigt. Und jetzt geht es mir so viel besser. Ich schlafe wie ein Stein auf dieser neuen Matratze. Und ich fühle mich so viel besser und motiviert, weil ich mich einfach mal um mich gekümmert habe. So, von daher, super, dass das mit drin ist. Und sie hat halt wirklich Stück für Stück sich überwinden müssen, weil sie halt auch Angststörungen hatte. Die eine oder andere kommt mir auch sehr bekannt vor. Zum Beispiel die Telefonphobie. Die hat bei mir zwar einen anderen Grund, aber das gehörte auch dazu. Ansonsten hat sie sich halt wirklich mal mehr um ihre Ziele gekümmert, um die Sachen, die sie nicht mehr machen möchte. Sie hat die giftigen Social-Media-Seiten gelöscht,
was ich damals gar nicht mitbekommen habe, weil ich da nicht so viel unterwegs bin, muss ich gestehen. Und das sind halt auch alles Punkte, mit denen ich mich momentan beschäftige, weswegen mich das Buch halt auch angesprochen hat. Weil man sich den ganzen Tag mit Sachen umgibt und stresst, die nichts mit einem selbst zu tun haben und man selber vergisst sich. Und das sollte eigentlich nicht Sinn des Lebens sein, ne? So, dann haben wir hier noch Friendship Goals, genau. Wie wichtig ist es eigentlich, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun? Und damit meine ich nicht, XY hatte einen Tag keine Zeit für mich, deswegen beende ich jetzt die Beziehung, Freundschaft, wie auch immer. Nee, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und man muss erstmal lernen, wie man herausfindet, wer einem wirklich gut tut und wer nicht. Und man muss auch erstmal lernen, darüber zu reden, auf die Leute zuzugehen und wirklich ernsthaft mit denen über die Beziehung, Beziehung, Freundschaft, Freundschaft sind ja Beziehungen, zu sprechen und wie sich da alles ein bisschen bessern kann. Und dass man halt das ganze Zeug nicht in sich reinfrisst und jedes Mal, wenn man den Namen irgendwo liest oder hört, wird einem richtig schlecht, weil man weiß ja, dass das und das gefällt mir nicht, dass das und das macht mir schlechte Laune und ich habe es immer noch nicht angesprochen und eigentlich geht es mir total mies, aber ich traue mich nicht, das anzusprechen. Ihr kennt das sicher. Jeder hatte schon mal so eine Beziehung, wo er sich einfach nicht getraut hat, Bescheid zu sagen, was stört. Und sie hatte halt beschrieben, wie sie sich da sich so rangetastet hat und wie sie ein paar Freundschaften halt damit aufgebessert hat, wie sie ein paar beendet hat, wie das geht und wie sie sich danach gefühlt hat. Und das sind halt auch alles Sachen, die habe ich in den letzten 2 Jahren sehr viel durchgemacht. Also inzwischen würde ich sagen, ich habe ein paar Dutzend Bekanntschaften, Freundschaften beendet. Das tat teilweise ziemlich weh. Aber mir geht es im Nachhinein so viel besser. Und ich sehe bei anderen, dass sie sich weiterhin kaputt machen und dass sie das einfach noch nie angegangen sind. Deshalb ein großer Pluspunkt für dieses Buch, dass auch das hier gut angesprochen und erklärt wird. Und dass man da so eine Anregung hat, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich grandios. Und vor allem sehr, sehr wichtig fürs eigene Wohlbefinden. Das nächste große Kapitel geht um Mental Health. Und da hat sie hauptsächlich über ihre soziale Angst gesprochen und ihre Hochsensibilität. Die soziale Angst ist bei ihr tatsächlich sehr ausgeprägt gewesen. Da war sogar ich überrascht, als ich das alles gelesen habe. Weil so krass hätte ich das nie gedacht bei ihr. Da sieht man mal, wie sehr sie dran gearbeitet hat, denn die heutige Lisa und die Lisa, die sie hier beschreibt, das sind 2 verschiedene Menschen. Von daher, Lisa, ich bin mega stolz auf dich, dass du das alles wirklich umgesetzt hast, dass du das losgeworden bist, diese ganzen Ängste. Wow, einfach nur wow. Und bei mir waren es tatsächlich ein paar weniger. Wie gesagt, das mit der Telefonphobie zum Beispiel auch. Darüber hat sie dann auch gesprochen, dass sie zum Beispiel von Freunden, denen sie es erzählt hatte, unter Druck gesetzt wurde, so von wegen, du rufst da jetzt an, sonst haben wir heute nichts zu essen, so nach dem Motto. Und das kenne ich irgendwie. Meine Freunde haben, also manche gute Freunde, haben das Ganze wirklich ernst genommen und haben mich dann einfach gezwungen zu telefonieren. Haben mir ständig Memos geschickt in der Erwartung, dass ich dann auch Memos mache. Damit habe ich mich rangetastet tatsächlich mit Sprachaufnahmen auf WhatsApp. Und das alleine war schon anstrengend und hat mir Panik gebracht, aber ich wusste immer, ich kann das wieder löschen. Das ist ungefähr so wie mit der Kamera. Ich spreche zwar live, also der rote Punkt leuchtet und das macht einen nervös, aber ich kann es im Notfall nochmal löschen, bzw. rausschneiden. Was wirklich Panik macht, ist aber dann richtiges Live-Sprechen, also telefonieren, vor allem mit fremden Menschen. Und da haben mir meine Freunde so weit geholfen, dass sie einfach permanent mich angerufen haben. Ich bin die ersten Dutzende Male nicht rangegangen, weil ich jedes Mal eine Panikattacke bekommen habe, wenn das Telefon geklingelt hat. Auch wenn meine beste Freundin da anruft, ich kann da nicht rangehen. Das ging nicht. Und durch die Memos habe ich mich dann aber langsam rangetastet und dann auch mal über Discord, das heißt kein Telefon klingeln, sondern einfach nur am Laptop sitzen. Das war ganz okay. Dann habe ich ja den ein oder anderen Livestream mal gemacht. Das war wirklich nicht leicht, aber ja, man muss sich halt irgendwie immer ein bisschen challengen und es tut richtig gut, wenn die Freunde da helfen. Und ich fand es halt total süß, dass wir das gemeinsam haben und sie hat halt wie gesagt noch einiges anderes, was sie bekämpft. Das kenne ich zum Beispiel auch von anderen YouTubern, zum Beispiel auch diese Agoraphobie, die Angst rauszugehen, Panikattacken bei Menschenmengen und so weiter und so fort. Das war wirklich viel und total interessant geschrieben. Und
Ich bin froh, dass ich sie jetzt ein bisschen besser kenne. Ich kann übrigens sagen, zum Thema fremde Menschen kennenlernen, treffen. Liebe Lisa, ich habe da noch so ein kleines Problem. Und zwar, ich habe riesige, riesige Angst vorm Reisen, weil ich mich nicht traue, in eine fremde Stadt zu gehen. Ich alleine schon hier verkrampfe und kriege, wenn ich denke, dass ich irgendwas vergessen könnte einzupacken. Und mein guter Freund hat sich vorgenommen, dass wir zu unserem 10-jährigen, also zu unserer 10-jährigen Freundschaft nach Berlin fahren. Und dass wir uns Berlin anschauen und Freunde besuchen. Liebe Lisa, falls du dieses Video siehst, hättest du Lust, eine fremde Person, die du wenigstens jetzt hier per Video mehr oder weniger kennenlernst, zu treffen? Ich würde mich nämlich unglaublich gerne mal mit dir auf einen Kaffee treffen und einfach mal über gemeinsame Erfahrungen vielleicht auch quatschen. Ich denke, das könnte sehr interessant werden. Und es wäre für uns, glaube ich, eine ziemliche Challenge, weil wir uns beide nicht kennen und beide Angst vor fremden Menschen haben. Deswegen, Angebot steht. Ich bin dann irgendwann in Berlin nächstes Jahr und dann könnte man da mal drüber reden, wenn du magst. Ich fände es toll. Ja. Wie gesagt, es ist halt immer ein bisschen unfair, weil ich halt durch die Videos, die ich schon ewig lang gucke, so viel mehr weiß. Was ich ziemlich gruselig finde, wenn ich es nämlich selber reflektiere, wenn ich dann denke, hey, wenn sich Zuschauerinnen mit mir treffen möchten und ich weiß noch nicht mal, wie sie aussehen am besten. Ich weiß ihren Nickname und das war's dann. Und dann, ich weiß, das ist so ein komisches Gefühl, weil man denkt, hey, der andere weiß viel mehr über mich, als ich über die Person. Aber genau das wäre vielleicht mal die Challenge an der Sache. Wer weiß. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich würde mich freuen. Ist mir gerade bloß wieder eingefallen, weil du halt meintest, gerade fremde Menschen kennenlernen und Date mit sich selbst und mal in eine andere Stadt gehen und gerade das große Berlin, weil das steht halt bei mir auch an. Und das sind halt genau die Sachen, die in diesem Buch besprochen wurden, wo ich dann die ganze Zeit schmunzeln musste, so ja, das habe ich noch vor mir und das habe ich noch vor mir und das muss ich auch noch machen, das kommt bald. Naja, hat ziemlich ins Schwarze getroffen, dieses Buch. Und der letzte große Punkt ist Zeitmanagement. Und zwar hat sie da einige Tipps, die ich auch inzwischen gelernt habe, aufgelistet. Aber alles halt nicht so lang, sondern ziemlich kurz und knackig. Es gibt so Junkies wie mich, die haben von Ella, ich verlinke ihren Kanal natürlich auch, sämtliche Zeitmanagement-Videos in- und auswendig gelernt und kannten dementsprechend schon alle Tipps, die hier vorkommen, da sie halt Zeitmanagement auch von Ella gelernt hat. Aber nicht jeder widmet sich ungefähr 50 Stunden diesen Zeitmanagement-Videos, sondern liest das vielleicht mal so in einer Stunde, zwei Stunden und kann dadurch dann alles zusammengefasst lernen. Von daher perfekt, dass auch das in diesem Buch vorkam, denn das ist das Wichtigste von allem. Wenn man sich erholt hat und eine Perspektive hat und den ganzen Kram, der einem im Hinterkopf die ganze Zeit gewesen ist, losgelassen hat, Ziele hat, dass man sich dann nicht in den nächsten Burnout schafft. Ja, ein guter Kalender rettet einem das Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wie man den führt, hat sie da erklärt. Allerdings ist sie da ein bisschen anders als ich. Also ich brauche immer noch einen haptischen Kalender, wenn ich den digital führe, wie sie jetzt zum Beispiel, kriege ich die Krise. Aber es gibt sowas Schönes wie Klebezettel. Das heißt, man muss da nicht die ganze Zeit radieren, sondern kann halt auch einfach die Termine und Planungen anders handhaben. Aber ich denke, da mache ich mal ein anderes Video zu. Habe ich nämlich mir fest vorgenommen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es drehen soll, weil ich nicht die Kamera und nicht das Stativ habe, das ich dafür bräuchte. Wir werden uns noch was einfallen lassen. Das mache ich auf jeden Fall noch. Und ja, alles in allem kann ich sagen, dieses Buch hat von allem etwas. Wir haben persönliche Einblicke, wir haben Momente, wo wir uns denken, hey, das kenne ich irgendwoher, kommt mir bekannt vor. Und es behandelt halt von allem etwas, wie gesagt, von bisschen Depressionen zu sozialer Angst, zu Angststörungen generell, zu dem Burnout, zu Zeitmanagement, zu Umgang mit Freunden und Beziehungen. Und so weiter und so fort. Es ist einfach von allem etwas und ich denke, deswegen ist dieses Buch auch für jeden etwas, weil jeder sich daraus was mitnehmen kann und sollte. Und ja, ich finde es grandios. Es hat Spaß gemacht zu lesen, auch wegen den ganzen Witzen und dem Schreibstil von ihr. Es war süß gestaltet, es war informativ, es war hilfreich. Ich kann auch nur bestätigen, wie gesagt, es hat mir damals unglaublich geholfen, was sie zu den ganzen Themen gesagt hat, die sie hier halt zusammengefasst hat. Und daher kann ich auch bestätigen, dass dieses Buch was bringt. Und ich würde dem Ganzen tatsächlich volle 5 Monde geben. Aber so einen winzig kleinen Abzug habe ich dann doch.
Und zwar, da sie eben auch Psychologie studiert, beziehungsweise studiert hat, sie hat inzwischen das geschafft, hätte ich mir gewünscht, dass da noch so ein paar Recherchen mehr drin gewesen wären. So ein paar fundierte Sachen, so ein paar psychologische Erklärungen vielleicht. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich denke, dass sie da wirklich fähig dazu gewesen wäre und das hätte das Ganze wirklich abgerundet. Ja, also so 10 Seiten vielleicht mehr mit so ein bisschen wissenschaftlichen Dingen, dann wäre es perfekt gewesen, aber ansonsten kriegt es einfach 4 3/4 Monde von mir und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn das Buch euch vielleicht auch weiterhelfen kann und ja, kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, genauso wie ihren ganzen Kanal. Und wie gesagt, den Rest findet ihr in der Infobox. Ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen ausgeartet und es wurde vielleicht auch so ein bisschen persönlicher, aber ich wollte einfach über die ganzen Themen mal mit euch reden. Das hatte ich eh schon lange vor und jetzt hat es sich halt sehr angeboten tatsächlich. Ja, da dieses Video allerdings auf meinem Bücherkanal online geht und wenn ihr aber mehr über solche Themen erfahren wollt, kann ich euch nur empfehlen, mal auf dem Lifestyle-Kanal vorbeizuschauen, denn diese Themen werden eher dort stattfinden, genauso wie Vlogs und vielleicht die Zeitmanagement-Dinger, Videos, was auch immer ich da geplant habe. Von daher schaut da gerne vorbei, ist auch überall verlinkt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr gebt Lisa eine Chance. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, überfordert euren Zeitplan nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao, ciao!